So, schönen guten Morgen zum Start in eine neue Handelswoche. Sie verspricht zumindest im Auftakt besser zu werden als das, was wir in der vergangenen gesehen hatten. Zugegeben, allzu viel gehört dazu nicht, nachdem Omikron im Markt aufgetaucht ist, eine neue Virusvariante, die die Märkte mal so ordentlich durchgeschüttelt hat. Wir springen nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Dir einen schönen guten Morgen. Tja, der DAX in der vergangenen Woche wirklich in die Tiefe gesaust. Das war die Reaktion der Anleger auf das neue Virus bzw. die neue Variante. Heute Morgen geht es allerdings etwas nach oben. Ja, moin aus Frankfurt. Genauso sieht das aus. Wir sehen eine Stabilisierungstendenz heute Morgen beim DAX. Denn es war einfach so ein bisschen zu viel für die Märkte vorm Wochenende, diese neue Virusvariante und die Tatsache, dass man da einfach noch zu wenig drüber weiß. Also sprich, wie gefährlich ist die? Was bedeutet das dann auch alles für weitere eventuelle Lockdown-Maßnahmen? Und man hatte das Thema zuletzt, also das Thema Corona generell, ja so ein bisschen beiseite geschoben, hatte eher auf das Thema Inflations- und Zinsängste geschaut. Dann war schon mit den ersten Lockdown-Befürchtungen bei uns einfach durch die vierte Welle das Thema wieder zurückgekommen. Aber spätestens mit dieser neuen Variante ist das Thema mit Wucht zurückgekehrt und hat, wie du gerade gesagt hast, die Börsen richtig durchgeschüttelt. Jetzt ist einfach die Frage, kommen bei diesen Niveaus schon wieder neue Käufer in den Markt, die sagen, okay, vielleicht ist es ja doch nicht so gefährlich und wird sich nicht so drastisch auswirken. Das wird sich jetzt dann eben heute zeigen. Eine Stabilisierungstendenz, die sehen wir zumindest jetzt. Und wir haben allerdings von den Vorgaben doch ziemlich rote Vorzeichen heute Morgen in Asien gesehen. Allerdings zum Beispiel beim Shanghai Composite nicht so deutlich ausgeprägt, mehr beim Nikkei und beim Hang Seng. Ja, und an den US-Börsen, da ging es auch abwärts. Also beim Dow Jones beispielsweise um 2,5% im verkürzten Handel, muss man sagen. Da wurde am Freitag ja wieder gehandelt nach dem Feiertag. Am Donnerstag, da hatte man ja Thanksgiving noch gefeiert. Also das heißt, dieses Thema ist einmal jetzt generell an den internationalen Börsen ganz klar präsent. Aber nichtsdestotrotz werden wir in dieser Woche auch noch auf Inflationsdaten schauen, nämlich die Verbraucherpreise, die vorläufigen für den November bei uns. Morgen gibt es die vorläufigen Daten dann für den November für die Eurozone und am Freitag schauen wir mal wieder auf die US-Jobdaten. Also es gibt zwar noch ein paar andere Themen, aber im Moment sind wir natürlich sehr darauf fokussiert, immer was Neues zu erfahren. Was kann man schon sagen über diese neue Virusvariante? Und damit vielen Dank erstmal nach Frankfurt. Ihren schönen Tag. Trotzdem einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. So, und wir schauen uns das Ganze mal an. Also, am Freitag verkürzter Handel, entsprechend weniger Teilnehmer natürlich an den Börsen gewesen und es ging ordentlich nach unten. Da hat wirklich eine schlechte Nachricht, hat auf ein interessantes Umfeld, Handelsumfeld getroffen und das hat letztendlich dazu geführt, dass es natürlich deutlich nach unten ging. Da wollte auch keiner ins Risiko gehen, jetzt gerade über das Wochenende, heute Morgen. Asien, die Kollegin hat es gerade angesprochen, das sieht, ja, es sieht erstmal danach aus, als wenn wir uns noch weiter nach unten orientieren. Wir haben natürlich Einzelwerte dabei, der Ölpreis, das ist mal ordentlich nach unten gesaust. Weshalb? Klar, der Zusammenhang, mögliche Lockdowns, dann natürlich der Einfluss auf die Wirtschaft, der Einfluss auf die Tourismusbranche. Da wurden ja wieder komplette Länder, beziehungsweise in Afrika wurden ja Länder rausgenommen, die gar nicht mehr angeflogen werden dürfen. Jetzt zwischen den Staaten auch wieder. Ich glaube, in Spanien mittlerweile lässt man keine britischen Flieger mehr rein. Das wird natürlich die Nachfrage nach Treibstoffen letztendlich reduzieren. Und das alles spiegelt sich jetzt dann auch im Ölpreis momentan wieder. Und ja, es war Black Friday. Man kann natürlich durchaus argumentieren, man könnte hier unten, Sie sehen ja, die gelbe Linie ist die 200-Tage-Linie. Genau hier hat der Kurs tatsächlich erstmal aufgesetzt. Und wer sehr mutig ist, wer sehr spekulativ orientiert ist und das Risiko vertragen kann, der könnte natürlich probieren, hier zu sagen, okay, im ersten Durchgang fliegen wir da nicht durch diese 200-Tage-Linie, sondern orientieren uns erstmal kurzfristig in der Hoffnung auf eine technische Gegenbewegung nach oben. Das heißt in dem Fall spekulativ long. Allerdings das Umfeld, wie gesagt, sehr, sehr spekulativ natürlich, weil es halt momentan mit sehr vielen Risiken behaftet ist. Moderna, die haben gesagt, wir könnten Anfang 2022 bereits auf einen entsprechenden Wirkstoff dann für Omikron haben. Und das hat die Aktie ordentlich nach oben getrieben. Sie sehen es, 21%. Aber momentan funktioniert Börse wie ein Reflex. Als wenn sie sich aufs Knie schlagen, dann geht ja auch unten der Unterschenkel nach oben. Und das ist das, was wir momentan an der Börse sehen. All die Werte, die in der Vergangenheit jetzt von dem Virus profitiert hatten, seien es Impfstoffhersteller oder Stay-at-Home-Aktien, die sind nach oben gelaufen. Auf der anderen Seite alle, die davon
belastet werden und die Geld zu verlieren haben, die sind nach unten gelaufen. Also das war jetzt nicht allzu schwer, was wir hier Freitag gesehen haben. Und vermutlich dürfte sich dieses Thema, solange wir das Thema natürlich im Markt haben, solange könnte sich hier auch dieser Trend ganz einfach Entschuldigung, fortsetzen. Pfizer ebenfalls natürlich nach oben gelaufen, klar, mit den Fertigungskapazitäten und zusammen im Zusammenhang und Zusammenspiel mit BioNTech natürlich geht es da ebenfalls nach oben. Technisches Kaufsignal haben wir außerdem noch gesehen. Und ich habe es gerade gesagt, alles, was tendenziell darunter leiden könnte. Und Karneval, das ist natürlich wirklich dramatisch. Die Situation, die sind erst gerade aus ihrem Loch wieder rausgekommen. Die Pötte waren viele, viele Monate an der Kette gelegen, durften nicht auslaufen. Dann ging es wieder los mit dem Tourismus und es ging wieder los mit den ersten Kreuzfahrten. Und jetzt kriegen sie natürlich wieder einmal mehr das volle Brett ab und das sieht man momentan auch in den Kursen. Und es ist nicht nur Karneval gewesen, es war Royal Caribbean, wie sie es alles nennen wollen. Die Airlines alle haben am Freitag nochmal ordentlich gelitten. Beim DAX sind wir unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Ich habe es Ihnen hier mal rot eingemarkert. Und der heutige Handelsverlauf oder der Auftakt zumindest deutet darauf hin, dass wir diese Marke, noch nicht verloren gegeben haben. Also offensichtlich gibt es noch genügend Anleger, die sagen, naja, auf dem aktuellen Niveau, wenn wir uns doch anschauen, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist, wenn wir es in den Griff bekommen, dann wäre das eigentlich nur eine willkommene Einstiegschance und vielleicht mal günstigere Kurse und das könnte hier gespielt werden und deshalb 200-Tage-Linie, die gilt es natürlich hier im Auge zu behalten und der einfache Bruch, das zeigt sich hier, das zeigt sich vor allen Dingen in diesem zweiten Kreis, den hatten wir nämlich schon mal, den Bruch der 200-Tage-Linie wurde sofort zurückerobert und dann ging es erstmal ab Oktober richtig, richtig stark nach oben. Das ist jetzt natürlich sehr optimistisch ausgelegt, die ganze Geschichte, aber es geht einfach nur darum, einen Vergleich zu ziehen, wenn man sich die ganze technische Situation momentan anschaut. Also nur weil wir durch die 200-Tage-Linie durch sind, ist hier noch nicht Hopfen und Malz verloren. Es kommt einfach jetzt auf die Nachrichtenentwicklung drauf an. Vonovia, die waren am Freitag schwächer unterwegs. Auf der anderen Seite Goldman Sachs hat jetzt gesagt, wir sehen die Aktie ganz klar weiterhin als kaufen. Und vor allem, sie haben ihnen so den kleinen Ritterschlag gegeben, das ist die Conviction Buy-List, die sorgt ja normalerweise für ordentlich Bewegung und da sind jetzt Vonovia drauf gelandet. Kursziel übrigens bei 72 Euro, das wäre auf dem aktuellen Niveau ein Potenzial von etwas über 40%. Also hoffen wir, dass die Goldman Sachs Banker in dem Fall recht behalten. Das ist jetzt wirklich nur eine Abfolge von Unternehmen, die auf der einen oder anderen Seite von der Nachrichtenlage profitieren oder eben auch nicht. Zalando, klar, stay at home, wir werden wieder stärker dem E-Commerce verfallen. Und übrigens, das ist nicht einfach jetzt nur eine Aussage rein ins Blaue gesprochen. Tatsächlich haben Untersuchungen gezeigt, dass jetzt am Black Friday die Zahl der Shopper in den Geschäften dramatisch zurückgegangen ist. -28% in den USA, weil die Leute auch ganz einfach befürchten, sich natürlich zu infizieren. Dann bleiben die zu Hause, dann gehen sie, weil ja Geschenke trotzdem gekauft werden sollen, beziehungsweise auch Einkäufe getätigt werden müssen, dann gehen sie ganz einfach auf die E-Commerce-Plattform, die davon profitieren dürften. Und das ist das, was wir jetzt gerade in den Kursbewegungen auch wiedersehen. HelloFresh ohnehin, auch da, solange das Thema gespielt wird, natürlich weiterhin einer der Favoriten. Auf der Rückseite die deutsche Lufthansa, die ordentlich abgegeben hat, MTU, die ordentlich abgegeben haben, Airbus, die ordentlich verloren haben, aber auch hier sei es nochmal gesagt, das ist ein Reflex momentan. Das Unternehmen hat relativ robuste Zahlen zuletzt gemeldet gehabt und wenn sich die Situation entspannen sollte, dann ist das sicherlich eine interessante Kaufchance bei Airbus, zumal, ja, es ist Airbus. Ja, also die Software AG, da waren es ja zuletzt die Gerüchte einer, oder das Unternehmen hatte gesagt, wir prüfen momentan verschiedene Optionen und möglicherweise sogar einen Verkauf. Und das hat die Aktie jetzt am Freitag nochmal ordentlich angetrieben. Könnte vielleicht jetzt noch so ein paar Nachwehen produzieren. Also dass die Anleger sagen beispielsweise, naja, technisch gesehen haben wir hier vielleicht ein kleines Kaufsignal. Wenn wir über diese 38-Dollar-Marke etwas kräftiger drüber springen, dann wäre auf der Oberseite vermutlich erst einmal im Bereich 41, 41,50 Schluss, denn da wurde damals das Gap aufgerissen. Also das wäre so eine technische Barriere, auf der wir vermutlich erstmal halten würden. Aber ist natürlich auf dem aktuellen Niveau durchaus interessant mit Potenzial um die 10, 12%. So, es verspricht eine wirklich interessante Woche zu werden.
Was wir benötigen, sind natürlich mehr Details. Wie schnell kann sich das Virus ausbreiten? Wo ist es überall schon angekommen? Wie sind die Maßnahmen der entsprechenden Regierungen darauf? All das wird natürlich auf den Markt abstrahlen. Und es wird letztendlich die Anleger dazu bringen, in den einen oder anderen Bereich zu investieren oder oder eben auszusteigen. All das werden wir sehen. Hinzu kommen Inflationsdaten, Jobdaten. Also die Gemengelage verspricht wirklich interessant zu werden. Wir bleiben natürlich für Sie am Ball und wir sehen uns wieder um 14:40 Uhr dann mit der US-Vorbörse. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.